Hey ho YouTube, es ist wieder soweit. Ich hab ja letztens halt hier diesen Fraps am Sturz gehabt, wo ich hier dran getrunken habe, was ich jetzt trotzdem nochmal machen werde. Ich hoffe Fraps reckt nicht gleich wieder ab. Wenn ja, dann klickt dann einfach ein Stück weiter. Was passiert eigentlich, wenn man so viel Verstrahlung sich annimmt? Ich hoffe nicht allzu viel. Ja, jedenfalls mein Fraps ist irgendwie nicht immer ganz kumulativ mit dem mit den... Alter, was willst du? Mach mich nicht schon wieder so blöd an hier! Du kleine... Nein, geht's also weiter? Chiricho. Ach nee. Noch so ein Ödland-Hornochse. Was sagst du? Hören Sie, ich mag sie nicht. Nicht Johnny. Halten Sie sich von mir fern. Ja. Dann werden wir keine Probleme miteinander haben. Klar. Siehst nicht so aus, als ob du hierher gehörst. Erzähl mir von dir. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe draußen im Ödland gelebt. Ja. Damals war ich ein echter Mistkerl. Bist du auch jetzt noch? Das habe ich alles hinter mir gelassen. Was sagst du? Hast du jemals daran gedacht, wieder nach Hause zu gehen? Was? Wohin soll ich zurückkehren? Nirgends. Wieso haben Sie überhaupt angefangen, davon zu reden, wenn Sie es doch nicht zu Ende führen? Wovon reden Sie eigentlich? Ich habe die Wüste gemeint. Hier flippt man doch aus, oder? Ja. Also irgendwie vermisse ich es manchmal. Es ist ein freies Leben, finde ich. Ach was, ich bin ein verbrauchter alter Raider. Welches Team würde mich schon nehmen? Diese jungen Leute haben doch überhaupt keinen Respekt. Ja, töten, still. Klingt amüsant, was? Du hast recht. Das hört sich furchtbar an. Ja, Sie haben recht. War sowieso nur eine dumme Idee. Hast du jemals daran gedacht, wie, das habe ich ja schon gefragt, was weißt du über das Ödland? Können wir jetzt auch erstmal uns das besparen, was machen sie, gibt's was Neues in der Stadt? Etwas Geld für ein paar Drinks könnten meine Lippen ein wenig lösen. Versuchen sie es mal. Sehen sie, was passiert. Das glaube ich nicht. Sie sind dran. Nein, komm, hier, ich gebe dir kein Geld, damit du mir was verquatschst. Ich bin hier, nur für den Fall. Naja, komm, hier. Pistolen in die Fresse. So, ich wollte jetzt nämlich, ich hatte ja den Auftrag, in diesen Supermarkt da zu gehen. Aber irgendwie brauche ich erstmal... Ach, schon wieder die Quatschdrossel hier. Komm jetzt erstmal hier mit dem... Den Donner seiner Stimme zu hören. Dem reden. Wen haben wir denn hier? Ein Neuzugang für unsere bescheidene kleine Gemeinschaft? Mein liebes Kind, willkommen! Willkommen in Megatone! Ich bin Confessor Cromwell, Prophet des Atoms und Vater des unsterblichen Leuchtens. Ja, du bist leuchtend. Sie können gerne jederzeit in die Kirche kommen. Jederzeit! Erzählen Sie mir einfach mal über Ihren Scheißdreck. Ja? Was möchten Sie wissen? Warum verehren Sie diese Bombe? Diejenigen, die bei der großen Spaltung zum Atom gerufen wurden, hatten Glück. Sie durften bei der Schöpfung des Atoms mithelfen. Danach trachten auch wir, symbolisch und in unserem Handeln. Die Bombe, wie Sie sie nennen, steht für die schöpferische Macht des Atoms. Wir knien vor ihr und bitten darum, dass das Atom uns zu sich ruft. Wir beten, aus unseren erbärmlichen Körpern neues Leben erschaffen zu dürfen. Was zum Teufel ist los mit euch Leuten? Es ist schade, dass sie uns so einfach verspotten, ohne überhaupt unsere Glaubenslehre zu kennen. Was glauben sie? Die Kirche der Kinder des Atoms basiert auf der Annahme, dass jedes einzelne Atom der Schöpfung ein ganzes Universum in sich trägt. Wenn dieses Atom gespalten wird, entstehen aus einem einzelnen Universum zwei Universen. Der größte Akt der atomaren Schöpfung. Ab und zu tritt ein göttliches Ereignis ein und Trillionen neue Universen werden erschaffen. Zuletzt fand ein solches Ereignis vor 200 Jahren statt. Chernobyl. Während die meisten verlorenen Kinder dies als Krieg und Zerstörung betrachten, sehen wir in der atomaren Strahlung Schöpfung und Vereinigung. Natürlich. Obwohl sie die Wahrheit kennen, verspotten sie uns immer noch. Das ist sehr, sehr traurig. Ja, das
denke ich, über dich auch. Gerne doch. So, nehmen Sie Spenden an, will ich aber gar nicht geben. Haben Sie jemals Megatron verlassen? Beichvater, was können Sie mir über Megatron sagen? Was gibt's Neues? Ich muss jetzt gehen. Alles Gute auf dem Weg. Oh Gott, jetzt erstmal die. Hallo. Ich kann mit dem nicht mehr. Hallo. 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 Siehe, yeah. Er kommt mit den Wolken, yeah. Und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Oh ja. Ach, konnte nicht. Ich gehe erstmal rein. Presslatern, das ist die Bar hier. So, ich brauche jetzt hier nämlich Leo Stahl. Hey, ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Oh, sorry. Verdammt, Sie sind neu, richtig? Jo. Ich heiße Leo Stahl. Leo Stahl. Sehr erfreut. Ja, mir auch. Sehr erfreut. Ja! Was ist los? Was hat hier in der Gegend... Wer hat hier in der Gegend das Sagen? Moriarty denkt, er hat das Kommando. Aber Lucas Sims ist das Gesetz hier. Und das weiß auch jeder. Okay. Kann ich mal die Speisekarte sehen? Kein Problem, Mann. Thank you. So, ein Prahim-Steak, ein Junkfood. Ich brauche nämlich irgendwas, was mir mein Leben wiederherstellt, sonst habe ich nämlich hier bald ein Problem. Ja, das ist mir alles so teuer. Ich habe gerade mal 56 Kronen gucken und ich brauche die Munition unbedingt so. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen was verkaufen. Sonst habe ich hier echt bald ein Problem. Ne, weil ich brauche nämlich 32 mm Pistole, behalten wir mal. Mm-hmm. 10 mm. Ne, ich brauche nämlich die Munition und alles, um dann noch halt mich ein bisschen durchballern zu können, aber Jagdflinte hier zum Beispiel, die brauche ich nie. 36 Kronenkorken, Laserpistole brauche ich die. Na, ich lasse die erstmal, vielleicht wenn irgendwelche Mutanten oder so, da ist das ist die bestimmt ein bisschen besser gegen akzeptieren. Komm, gib mir jetzt mal dein Geld und kommen Sie jederzeit wieder. Was macht man hier so zum Zeitvertreib? Naja, wir haben nichts Bestimmtes. Man beschäftigt sich eben irgendwie. Aber das geht Sie eigentlich gar nichts an, oder? Ich verstehe, du alter Schlafenbinacke, du. Ich muss es gehen. Gut. Ja, gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Oh. Eine Kaffeetasse. Das ist bei mir eher ein Aschbecher. Oder? Das ist doch ein Essen. Ach, da ist die Kaffeetasse. Ah. So. Kumpel. Ich bin nicht hier. Oh, Andy Stahl. Andy, komm hier. Komm, wir quatschen mal. Hören Sie, ich muss mich um die Bücher kümmern. Wenn Sie Essen bestellen wollen, sprechen Sie bitte mit Jenny oder Leo. Entschuldigung, aber ich muss hier mal ein bisschen was fragen. Ach, na gut. Aber bitte Beeilung. Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen. Haben wir schon? Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Der Bereich außerhalb von Megaton? Für mich sind alle anderen Orte himmlisch. Scheißstadt. Ja. Wenn hier nicht Ödländer wie Sie mit Ihren Kronkorken durchkommen würden, wäre ich schon weg. Zumindest, wenn ich Janie und Leo überzeugen könnte. Okay, was können Sie mir über Megaton sagen? Die Stadt ist ein Loch. Eine Sackgasse. Warum ich bleibe? Ja. Nun, dieses Loch verschafft mir Geld. Okay, was gibt's Neues? Na, wir sehen uns später. Ja, bis später dann. Okay, also alle nicht sehr redfreudig hier, wie ich merke. So. Megaton Siedler. Ich gehe jetzt mal. Ich wandere jetzt hier noch ein bisschen in der Stadt rum, auch wenn ihr vielleicht was anderes sehen wollt. Ich will nämlich, dort ist ein Deck übrigens, das könnte man vielleicht mal reparieren. Ich müsste mal mit, hier ist der Lagerraum gewesen, Moriarty reden. Bist du Moriarty? Du bist Walter, Walter Wildes Haus, komm Walter hier. Was? Ja, wie bitte? Wie kann ich dir helfen? Nun, alle wissen, dass die alte Wasseraufbereitungsanlage bald den Geist aufgibt. Ich bin der Einzige in der Stadt, der das Ding in Gang halten kann. Ich verbringe so viel Zeit in der Anlage, dass ich mich nicht um die Lecks kümmern kann, die Rohre in der Stadt ständig bekommen. Nun, ich erwarte von Fremden nicht viel, aber falls sie sich gut genug auskennen, können sie diese Lecks suchen und ausbessern. Oh, schrei nie so, Kunde.
aber ja, wie viele Lecks gibt es? Dem Druck in der Anlage nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es in der Stadt insgesamt 3 Lecks gibt. Überprüfen Sie die Rohre und die Ventile. Die Lecks sind unter Umständen schwer zu finden. Okay, können Sie denn? Ich werde es mir merken. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Wenn die Leute wüssten, wie übel es hier oben aussieht, nicht auszudenken. Ja, können Sie mir Megaton sagen, was machen Sie hier? Das ist ja sowas wie der Hausmeister, was gibt's Neues in der Stadt? Ich muss jetzt gehen. So, wieder an die Arbeit. So, da speichere ich jetzt auch erstmal, bevor mir hier wieder die Fraps-Aufnahme, ja, den Super-Duper-Markt, da gehen wir ein kleiner mal hin. Wasseraufbereitungsanlage, komm. So, das sieht ja jetzt hier schon... Ist die noch aktiv? Weil hier ist nichts. Oh. Ja. Jetzt ist es soweit. Gut, dass ich gespeichert habe. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss noch mal das Spiel schnell neu starten. Bye bye. So, heyo YouTube. Ich habe jetzt mal bei Fraps die Einstellungen bei dem Stereo habe ich mal geändert, weil mir ist jetzt hier wirklich viermal hintereinander Fraps abgekackt und ich hoffe, das liegt jetzt... Das lag nämlich, habe ich in einem Forum gelesen, an dem Sound, das ging anderen auch so. Die haben dann einfach bei Fraps auf Multichannel geschaltet und das geht dann. Ich weiß nicht, was der Multichannel so an sich macht. Ich hoffe, der verändert jetzt hier nicht irgendwie... Ich laufe dabei hier mal ein bisschen rum. Ich hoffe, der verändert jetzt hier nicht irgendwie, wie ich spreche und dass das wieder asynchron ist, so wie es in den vorhergehenden Folgen war. Ich muss einfach mal gucken. Wie das jetzt hier so ist. Ich hoffe, jetzt stürzt einfach mal nicht ab und die Aufnahmen sind nicht zu blöde, weil ansonsten ist das, was ich jetzt hier gerade quatsche, total unnütz. Und ja, ihr seht das dann alles, wenn es hochgeladen ist, was heute oder morgen noch sein wird. Morgen wohl eher. So, dann war ich dort oben schon am Klo. Ich gehe da jetzt trotzdem noch mal ein bisschen rum, um Megaton zu erkunden. Weil ich war hier... Ich muss sagen, ich spiele das Spiel sozusagen... blind. Moriarty Salon, okay. Ich spiele das Spiel blind, also ich habe es vorher noch nicht gespielt, ich habe nur ab und zu mal bei den Großen vor 2 Jahren drüber geschaut. Davon weiß ich gar nichts mehr, ich kannte nur noch diesen Super-Duper-Markt und hier die Stadt halt so ein bisschen, also so wie sie aussah, ein großer Krater. Und ansonsten war da noch nichts zu machen. Ja, Moriarty Salon, Saloon, gehen wir da mal rein. Okay, Moriarty. Ja, mach schon, du Schrottteil. Jeden Tag derselbe Mist. Scheiße, du siehst gut aus. Ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay, aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Blödes Radio. Verdammtes Radio. Moment, ist das... Verdammt. Verdammte Scheiße. Warum funktionierst du nicht? Ja, was zur Hölle ist denn? Darf's ein Drink sein? Hier ist genau der richtige Ort dafür. So, sprechen wir erstmal mit... Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Oh, Mr. Und Sie? Burke. Naja... Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt ihren Marktwert steigen. Wenn Sie was zu sagen haben, jetzt sagen Sie es. Komm. Wie Sie wollen. Ich suche jemanden ohne Wurzeln in Megaton und ohne Interesse an der Zukunft der Stadt. Megaton ist überflüssig. Der letzte Rest einer steinigen, verzweifelten Vergangenheit. Es muss weg. Und dafür sollen Sie sorgen. Sie haben vor, die Stadt zu zerstören? Nein, nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für Sie.
Gott. Nein, das will ich natürlich nicht. Megaton steht unter meinem Schutz und jetzt gehen sie hier. Oh, verstehe. Ich wusste nicht, dass es in Megaton außer dem unerschrockenen Sheriff noch andere Wächter gibt. Gut, dann gehe ich mal besser. Alter Kunde, du bist doch bescheuert. Ich jag dich hier nie die Stadt hoch, also bitte. Sind alle nett und freundlich, genauso wie der Geselle hier. Moriarty Saloon. Hi. Dir fehlt da ein Ohr. Hast du was auf dem Herzen? Dir fehlt da allgemein ein bisschen was.